So, meine Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von Mafia. Ich muss leider zugeben, es ist einiges an Zeit vergangen. Ich hatte nicht wirklich Zeit und auch zwischendurch nicht ganz so viel Lust, ehrlich gesagt. Aber ich weiß noch, wir sind kurz vorm Ende. Ich glaube, wir waren sogar auf dem Weg zur letzten Mission. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und die Steuerung ist natürlich auch wieder komplett weg. Ja, also ich fange wieder von Null an, genau wie sich das gehört. So. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich mein Mikrofon nicht muten konnte. Das heißt, es wird ziemlich laut im Hintergrund sein. Ja, weil die Fenster müssen aufbleiben. Es sind gefühlte 5 Millionen Grad. So, aber ich sage, wir fangen einfach mal an. Wir laden. Der Tod der Kunden, Pauls Apartment. Genau. Paulies Apartment. Scheiße, ey. Okay, los geht's. Der Tod der Kunst, das dürfte die letzte Mission sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist der Fall. Wir versteckten die Moneten von der Bank fürs Erste bei Pauli. Wir konnten nicht alles sofort auf den Kopf hauen, also verabredeten wir uns für den nächsten Tag und überlegten, wie wir es am besten investieren konnten. Ich wusste schon, was man War mit dem Geld laut, machen oder? konnte, aber ich war ziemlich neugierig, was Pauli vorhatte. Oh Gott! Was zum Teufel ist passiert? Pauli! Pauli! Mann, Verdammt! Scheiße. Die Kohle! Wo ist die Kohle? Scheiße, alles ist weg! In einem Karton versteckt. Das Boah, ist wie in einem Leute. Albtraum. Wir haben einen ganz fixen kleinen Tickel als laut, ey. Das ist schon übel weit unten. Er schlägt die ganze Zeit ins Rote aus. Dann lassen wir es einfach. Ich kann es ja dann leiser drehen. Dann brüllt es mich halt an, ist mir doch egal. Weiter geht's. Ich weiß noch, hier kommt da ein Polizist. Ich trinke mal ganz fix einen Schluck, vielleicht schaffe ich das noch. Moment. Sam? Ich bin's, Tom. Paulie ist tot, er. Ich wusste es. Tom, du sitzt tief in der Scheiße. Ganz, 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 ganz kurz. Ich mach das mal aus hier. Und das auch. So. Weil das Ich stört wollte den Paulie warnen. Untertitel. Ich glaube, das hatte ich in den Ich anderen hatte es mit Aufnahmen der auch Bank raus. aufgekriegt und entschieden, es nicht zu tolerieren. Ich Uh-oh. hab's nicht rechtzeitig geschafft. Du musst schleunigst verschwinden. Sam, ich wusste nicht, dass die Sache so heiß ist. Was soll ich tun? Ich kann doch Sarah und das Kind nicht verlassen. Okay. Tom, ich helfe dir. Wir müssen uns irgendwo treffen, aber es ist überall gefährlich für dich. Am besten, wir treffen uns in der Kunsthalle. Okay, ich bin in ein paar Minuten da. Vielen Dank. Weißt du, Paulie liegt hier in seinem Blut und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ist schon okay. Du hattest einen gut bei mir. Danke, Sam. Ja, ich glaube nicht, dass das die richtige Entscheidung ist. Uah. Sagen wir verziehen uns mal. Guten Tag. Guten Tag. Die Maus lang. Also übel schnell hier. Ah. Wann eigentlich mit dem schönen Sportflitzer her, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ich glaube ja. Glaube schon. Boah, ist das warm, ey. Dann
der Kunsthalle auf Central Island. Ich meine, wenn dann richtig, ne? So. Ah. Hä? So, noch wieder die Kabel, der liegt im Weg. Entschuldigung, kann ein bisschen kratzen im Mikrofon. So. Wir fahren einfach hier runter und dann über die Brücke. Wollen wir uns nicht hier ein Auto holen? Dann fahren wir hier rein. Ach so. Ah, schade. Ey, pass mal auf, Kollege. Ehrlich. Den Respekt vor der Polizei oder was hier? Entschuldigung. So, vorne falsch. Ja, schon weiß ich nicht mehr gespielt hier. Ach Leute. Ich hoffe echt, Sam kann uns helfen. Fahrt ihr alle so besoffen heute oder was? Ehrlich, blöde Mikrofon hier nervt mich. Entschuldigung. Ah, jetzt haben wir die blöde Brücke. Oh, meine Güte. Man kann eigentlich nicht so gern rumstehen. Aha, ist klar hier unten. Immer rechts, immer links und dann immer geradeaus. Na komm schon. Hier sieht man übrigens was mich bei GTA bis heute nervt. Bei GTA, die ignorieren, dass du hier stehst. Die wollen immer auf deinem Platz, wenn du irgendwo stehst. Bei Mafia geht's. Das ist schon sehr komisch, ne? Na gut. Ach komm. Wir sind Polizisten, wir dürfen da. So, zack, danke. Oh Leute, ich freue mich schon auf das nächste Game, was wir spielen. Alter, richtig nice. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich gerade Mafia spiele. Weil ich mich so übel aufs nächste Spiel freue. Gestern im Livestream haben wir übrigens Destiny 2 gespielt. Für alle, die ab und zu mal bei Twitch vorbeischauen wollen. Auch richtig fett. Werden wir auf jeden Fall auch mal weiterspielen. Wird aber wahrscheinlich nicht auf dem YouTube-Kanal kommen. Sag mal. Weil die Aufnahme extrem ruckelt. Nur die Aufnahme, ich weiß leider nicht warum. Aber na gut. Scheiße, ich hoffe, Sam kann uns echt helfen, ey. Ich ne. Dacht schon. Ja, spring doch vor die Karre. Meine Güte. So, apropos, ich muss mal ganz kurz hier. Zack, komm, ich komme blöd aus dem Spiel raus. Runterschieben. Zack. Sonst kann ich nämlich nicht sehen, was der auf dem Mixer schreibt. So, und geht alles? Geht alles wunderhübsch. So. Okay. Oh Mann, ich hoffe, Sam kann uns echt aus der Patsche helfen, ey. Scheiße. Fuck, ey. Wie hat er das rausgekriegt?
Herr Zaliari das rausgefunden ist. Shit. Halt, Arschloch! Oh, scheiße! Überraschung! Du hast nicht zufällig das hier in Paulys Haus gesucht? Sam, was ist hier los? Ich dachte, wir treffen uns allein. Die Situation hat sich geändert, Tom. Ich musste entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Sorry, aber deine Seite wäre glatter Selbstmord. Mit Mord kann ich allerdings leben. Du hast Polly umgebracht? Nun, ich war mehr ein Vollstrecker. Das gleiche wie in deinem Fall. Das hätte ich niemals von dir gedacht, Sam. Naja, ich hab gute Laune. Meine Aktien steigen. Und ich habe eine Tasche voller Geld gefunden. Deine Partner zu töten ist also nur ein Riesenspaß? Vielleicht sollte ich es mal probieren. Es ist nicht schlecht. Aber dir fehlt es an Gelegenheit. Ach, das werden wir sehen, mein Freund. Das werden wir sehen. Schätze, so etwas wie Ehre hast du nicht mehr. Ehre hat keine Bedeutung. Das ist das Geschäft. Und du hast die ungeschriebenen Regeln einmal zu oft gebrochen, Tom. Dann hätte das er doch aufgeschrieben. Mann! Eigentlich sollte es mir leid tun, aber Geschäft ist Geschäft. Ich wusste nicht, dass ich der Grund für die Probleme der Familie war. Wirklich? Du hast gemacht, was du wolltest, Tom. Du hast Frank nicht getötet. Du hast diese Hure entkommen lassen und das mit der Bank. Du kannst nicht tun, was du für richtig hältst, weil du keine Ahnung hast. Du kapierst nicht, was deine Handlungen bewirken. Der Don ist der Denker. Du warst niemals ein großer Denker, deshalb brauchst du ihn. Das gilt nicht für mich. Ich kann selbst denken. Don Salieri meint, dass er nicht wegen deiner lächerlichen Gefühle in den K*** gehen wird. Und da stimme ich mit ihm vollkommen überein. Don Salieri mochte dich wirklich, Tom. Und ich mochte dich auch. Wir weinen gemeinsam auf deiner Beerdigung. Du armes Schwein, Sam. Du tust mir echt leid. Dafür bin ich am Leben. Schade, dass du das Geld nicht ausgeben kannst. Aber keine Sorge, wir geben Sarah ein wenig davon. Du weißt ja, alleinstehende Mütter haben es heutzutage schwer. Der Don kümmert sich um sie. Er ist nicht so ein Monster, wie du glaubst. Adieu, Tom. Nett, dich gekannt zu haben. Macht eure Sache gründlich, Jungs. Und bitte, lasst ihn nicht so lange leiden. Er ist mein Kumpel. Ja, schöner Freund bist du, du Arschloch, Sam, Alter. So, ein Arschloch. Oh, na gut. Knoche schon leer. Was? Das ist alles? Ich hab die paar Schuss. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die Mission so hasse. Ja, tötet mich schon los. Ja, ihr müsst auch treffen, Leute. Ja, sonst wird das nix. Hallo. Also, muss die also mit dem Fahrschuss alle umhauen. Shit, ey. Also, Alter, geht schnell, wenn ich neu lade, ey. Meine Güte. Mir die Waffen! Nein, die Klonarmee kommt! Da rum! Shit, 58, okay. Gold noch ran.
Jetzt nicht lang. Okay, können wir eigentlich Speicher nehmen? Bin mir nicht sicher, ich habe mir 58 HP gefallen. Kommen wir auch nicht lang. Boah! Hier drüber? Also schon mit eine Kippe angemacht. Die ganze Zeit vor mir und der Rauch zieht mir in die Nase. Also wir sind doch hier wunderbar nicht alleine. Sechs Schuss hab ich noch drinne. Da vorne. Fuck, da vorne liegt eine Bombe. Der hat eine Tommy. So, meine Freunde, haben wir das geklärt, ja? Ich hätte gerne einen Thompson, danke. Hier voll das Magazin, ja. Was? Ich hab grad Granaten geworfen? Geht's den eigentlich noch irgendwie ganz gesund, ja? Der eine Thompson dabei. Fuck, 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 ey. Der ist auch so, wir müssen da hoch. Ich will da nicht hoch. Darzustellen. Nee. Okay. In 20 HP, fuck. Die Jungs haben dich offenbar unterschätzt, Tom. Naja, hoffentlich haben sie dieses Mal mehr Glück. Jungs, passt auf, dass ihr nichts kaputt macht. Hier stehen jede Menge schöne, teure Sachen herum. Oh, Sam, du bist ein Proll, oder? Zehn Schuss, scheiße. Brauch unbedingt Munition. Okay. Jetzt haben wir erstmal wieder ordentlich Muni. Mir juckt da. Mir juckt da. Oh nein!
Okay, diese bedrohliche Musik die ganze Zeit. Die musikalische Untermalung hier ist einfach grandios, ey. Unglaublich. Das sieht auch so gut aus, ey. Fuck. Bin mir übrigens sicher, dass es keine Checkpoints gibt. Lass mal nach hinten gucken. Was? Du Bastard! Shit, Alter. Shit. Ja. Ich meine, ich schon von vorne anfangen. Fuck. Warum denn? Ich bin mir aber sicher, irgendwo in dem Level gab es zwischendurch Medis. Alle herkommen. Müssen wir gerade prügeln, Alter? Warum ist gleich noch einer mit einer Pumpe? Wir haben soweit erstmal ein bisschen Muni. Also, wo ist der mit der Pumpe hin? Fuck! Bin mir sicher, dass es hier irgendwo Medis gab. Und gerade brauchen sie nicht, aber vielleicht müssen wir gleich nochmal zurücklaufen. Echt keine Medis? Guten Tag. Was hält denn der außer mit dem ins Knie schießt, ey? Halt doch mal um! Was denn das? Du kannst ja gar keine AP mehr haben, ey. Unglaublich. Das waren unsere letzten Schüsse. Dann hier die Pumpe. Ein Colt. Sehr Chapelle. Nachladen. Fuck, ey. Waren aber noch nicht alle. Also viel zu wenige hier. Bim.
Uns echt nochmal getroffen. Fuck! Zombie fallen lassen. Dann Gold. So, hier kommt der Zwischensequenz. Uiuiuiui. Die Jungs haben dich offenbar unterst... Fuck! Ah, shit! Wieso haben die diesmal getroffen, ey? Fuck! Oh Mann, ey. Der ist doof, der hat bloß 6 Schuss hat, ey. Ja, ich werde dich zum letzten Mal erschießen. Ja, mach mal. Da hat er noch eine Waffe. Kommt her, wir haben ein Problem. Boah, muss er denn eine Knarre haben hier? Ja. Besser. Ah. Echt eine frustrierende Mission, ein bisschen. Hält denn das so viel aus, ey? Das kann ja nicht wahr sein. Ich würde doch eigentlich 3 Waffen finden. Meinst du? Wenn uns denn hier entgegenrennt. Ah, die Pumpe nicht leer, mein Freund.
Bin mir so sicher, dass es hier irgendwo Medis gab, ey. Fuck! Ah, shit, ey. Neunundzwanzig, scheiße. Jetzt die Thompson dabei? Nee. Ich weiß nicht, wie man die Waffe wegwirft, ehrlich. Wo liegt jetzt die Thompson? Ach, die Thompson hatte Einstecken. Oh, 21 Schuss. Fuck, ey. Fuck. Das schaffen wir nie im Leben in dem Durchlauf. Hätte ich irgendwo Medis? Bin mir sicher, hier gab es irgendwo Medis. Shit. Eingangshalle vielleicht? Keine Medis. Shit, ey. Fuck. Ich hab sie erst oben irgendwo. Verdammt. Da schaffen wir in den 29 HP. Das ist. Und 21 Schuss, ey. Fuck. Niemand sagt, dass wir hier oben mit denen spielen müssen, oder? Wer hat mich jetzt getroffen? Keine Munition jetzt verschwenden. Die Knarre nicht leer, ich brauche die Muni noch.
Scheiße, 14 fucking HP, Mann. Okay, Muni haben wir jetzt zumindest. Okay, noch einen erledigt. Ich weiß halt nicht, wo die jetzt alle sind, ne? Keine Ahnung, ob wir jetzt schon alle haben oder ob hier noch 10 rumrennen. Nee, fuck. Balkon scheint überall keine Matte. Wo geht's auf der anderen Seite hoch? Balkon. Muni haben wir. Da vorne eine Granate. Habe ich noch eine Granate? Und der hatte doch eine Granate. Was bin denn eine Granate? Optionen. Feuerung. So ein rundes Rollen, wenn wir Bergen nachladen. Ja. Doch, jetzt rechts, links, ist nur voll. Naja. Inventar I, Waffe verbergen, wechseln, rennen, gehen, nachladen, Scharfschützenmodus, Missionsziel, Stadtplan. Ich sehe hier aber auch keine. Aber hier, da vor uns ist eine Granate irgendwie. Könnte man eigentlich ziemlich gut gebrauchen, ne? Finde man echt sehr gut. Scheinen alle gewesen zu sein. Ich geht's auch hoch. Oh, Midis. Midis. Hoch und Medis. Ich habe eine Granate in einem Museum rumgeworfen. Und ja, was ein Drecksack. Wir haben 64 HP und Money. Ja. Yeah. Eine Granate für uns? Granate aufgehoben. Aha. Okay, jetzt haben wir eine Granate im Inventar. Sieht aus wie die übelste Falle, oder? Zwei Türen und beide gehen nicht auf. Du bist schuld. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir davon halten sollen. So viele Leute, um ein Kunstwerk zu bestaunen.
was auf dem Boden steht. Mit jedem. Wenn da irgendeinem was versteckt ist? Na gut. Ja, die Tür können wir gar nicht aufmachen. Das heißt, wir müssen unten lang. Durch diesen sehr angenehmen Raum mit den lieben netten Kollegen. Granate. Nur noch die Granate. Besser. Lang. Und noch nicht alles gecheckt, ne? Oh! Will ich töten? Alter! Ich sag's noch, ey. Ich sag's gerade eben. Fuck! Boah, schau mal, dieser Hampel hier um die Ecke geschissen hat. Ich hab mir gerade so die Hose geschissen, ey. Fuck! Oh nein! Da. Wenn man anfängt zu entspannt zu spielen, ne? Dann wieder aufheben. Haha. So. Ja. Die Tür auf und weg rennen. Wollen die mich alle töten? Ich weiß, wo noch eine Granate liegt, aber. Shit. Bild auf der linken Seite. Ja, ich will dich wütend machen. Genau deswegen schieße ich dir ins Gesicht. Yeah! Yep. So, ist schon unten. Oh, ist schon unten. Shit. Okay, wo lang jetzt? Oder aus oder links rum? Raum safe. Jetzt rechts einsehen, haben wir natürlich zwei offene Wege. Okay, der ist auch safe. Okay, alles safe, sehr schön. Ich hab gar keinen Bock jetzt nochmal zu sterben.
Dann auch noch mit einer abgesägt, ne? Der hat uns so umgehauen. Fuck. Wir dürfen nicht unvorsichtig werden. Ja, so viel zum Thema nicht unvorsichtig, ne? Shit. Scheint die aufzuscheuchen. Sam! Hier wieder links und geradeaus. Scheiße. Verdammt. Auch eine neue Thompson. Aber ich glaube, die hier in der Mitte hatten Thompson, ne? Schaut mal nach. Auf jeden Fall. Ja, wenigstens. Hauptmunition gut gemacht, ich hab gar nicht aufgepasst. Oh Sam, Alter, du wirst mir so büßen für diese Drecksmission hier, ey. Ja, ist definitiv kein leichtes Spiel. Das steht schon mal fest. Das steht fest. Ich hab Durst, ey. Ich kann was trinken. Ich hab das Gefühl, wenn ich jetzt die Hand wegnehme, ja. Wenn ich jetzt die Hand wegnehme, ja. Eine Pause machen. Boah, in dem Moment wird einer um die Ecke rennen. Definitiv. Das steht so fest. Aber das war, an die Medis konnte ich mich nicht erinnern. Ich bin mir sicher, in irgendeinem so Seitengang gibt's Medis. Scheiße, ey. Ah, ist auch schwer davon auszugehen, dass Sam sich nicht einfach ergeben wird. Der wird nicht einfach dastehen und sagen, komm, Tommy, er schießt mich einfach. Kontrollieren wir mal kurz die Seitengänge, in der Hoffnung, dass er jetzt nicht irgendwo einer rumrennt. Ich brauche Medis, ey. Shit, ey. Fuck. Also kratzen. So. Okay. Links ist Wand. Wir sind wieder hier, oder? Mit die Granate, liegt da die Granate an. Ist er jetzt hoch oder gerade? Oben checken. Ich vermute fast, dass er gerade gegangen ist. Ja. Oh Mann. Ich gerne die Medis nochmal. Nein. Ist er jetzt vielleicht hier hinten durch die Tür? Oder hier lang?
Das war vorher nicht offen. Ja. Ist der Gegner links oder rechts? Und auf beiden Seiten. Fuck! Gleich links ein Gang, da könnte was sein. Boah, Alter, was denn bitte? Der will Design aus der Hölle oder was? Ach komm! Tabby. Anscheinend hast du deinen neuen Partner unterschätzt. Vielleicht solltest du die Seiten wechseln. Es ist noch nicht vorbei, Tom. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, Sam. Salieri hat auch dich gelingt. Wovon redest du? Wir wären beinahe wegen dieser dämlichen Zigarren draufgegangen. Salieri wusste, dass der Job riskant war. Zwischen den Zigarren waren nämlich Diamanten versteckt. Und er wollte uns nichts davon abgeben. Deshalb wollte Pauli die Bank überfallen, weil er erkannt hatte, dass Salieri uns ausgenutzt hat. Er hat mir von den Diamanten erzählt, Tom. Er wollte sie nur geheim halten, damit niemand wusste, wo sie waren, bevor er sie verkauft hatte. Und die Diamanten hatten nichts mit der Tatsache zu tun, dass du Frank nicht getötet hast. Er hat die Omerta gebrochen. Was ist schlimmer, Tom? Woher weißt du, dass ich Frank nicht getötet habe? Mach dafür jemand anders verantwortlich, den du verschont hast. Du bist zu weich. Sie kam zurück in die Stadt und wir fanden sie durch Zufall. Scheiße. Ach, shit, ey. Diese blöde Hure, ey. Fuck. Du weißt doch, dass man Frauen nicht trauen kann. Mann. Ich verstehe ja, dass es nicht einfach ist, die beste Freundin deiner Frau umzulegen. Ja, ich hätte es für dich erledigen sollen. Mich hat sie auch angefleht und geheult. Na, so haben wir gemerkt, dass auf dich kein Verlass ist, haben nachgeforscht und die Sache mit Frank rausgefunden. Sam, glaubst du wirklich, dass alles so enden muss? Es gibt noch eine Chance. Es gibt keinen Weg mehr zurück, Tom. Tut mir leid. Entdeckung. Wo ist Sam jetzt? Er steht genau auf der falschen Seite. Ah, oh, fuck, Mann. Wir fangen ganz von vorne an, wetten? Wir fangen ganz von vorne an. Oh nein, wir fangen nicht von vorne an. Oh, danke, Spiel. Danke. Danke. Anscheinend hast du deinen neuen Partner. Oh, mit mehr HP wäre cool gewesen. Wieder. Aber okay, ich geh schon. Danke, danke. Oh, wir brauchen nicht von vorne. Oh, schieß doch! Warum schießt er nicht? Ah, fuck. Kriegen das hin. Ist der gerade weggerannt? Was läuft denn hier? Oh, er hat nicht nachgedacht. Wenn wir ein HP. Ah, geht schon. Easy ist das. Ein Sonnenschein. Ah, hier ist er doch. Ja, da so ein. Alter, schreck mich nicht so. Junge!
Ach, okay. Wir müssen ihn einfach treffen, wenn er dann nicht zum Schießen kommt, ist alles easy. Okay. Sieht schon mal gut aus. Dann mach mal an. Ich hab da schon drauf gewartet. Ah, fuck, ey. Boah, ist mir warm, ey. Mir steht hier super auf der Stirn, ja? Und ich sitze hier. Ja, es ist so übel warm. Okay. Na, wir machen das schon. Das ist schon hier. Dann. Ja, ist ja egal welche Seite, das ist schon mal sehr gut zu wissen. So, erster Balken nicht. Mitte. In der Mitte kommt er. Ah, ich hab vergessen, das Atmen zu starten. Ich wollte Screenshots machen. Nein! Ich muss alles nochmal spielen. Tut mir leid, Leute. Wieder die gleiche Situation, Tom. Und wieder kannst du nicht entscheiden. Scheiße. Du hast es getan, aber die kriegen dich doch. Salieri wird dich kriegen. Er war auf deiner Seite, du Ratte. Du bist gefährlich, Tom. Und Pauli? Er war sich nie sicher, dass du seinen Tod nicht vergeben würdest. Du musst dich verstecken wie ein Geächteter. Und eines Tages kriegen sie dich. Genau wie bei Frank. Die haben ihn gefunden? Du hast sein Leben nur verlängert. Aber schließlich haben sie ihn auch gefunden. Und Frank war der einzige wirkliche Freund des Don. Freundschaft ist einen Scheißdreck wert. Oh, ah, au. Oh Mann. Ja, damit sind offiziell alle unsere Freunde tot, ne? Fuck. Und einen davon haben wir sogar selbst dran gewesen. Obwohl ich fast sagen würde, dass Pauli. Wäre Pauli auch auf dem Gewissen? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ey. Dann waren sie das also auch. Sie zerstörten die Gemäldesammlung, die ein paar Millionen Dollar wert war? Nicht mit Absicht, aber es ist irgendwie passiert. Na, wenn's weiter nichts ist. Ich konnte dort schnell verschwinden. Es war nicht ganz einfach. Ich war wirklich in Gefahr. Aber ich schaffte es. Ich schnappte mir Frau und Tochter und verließ das Land auf der Stelle. Sam hatte recht. Wenn sie Frank in Europa gefunden und noch 5 Jahre nach seinem Verschwinden hingerichtet hatten, würden sie mich nach meinem Betrug nicht entkommen lassen. Und Sie sind gewillt, all das, was Sie mir jetzt gesagt haben, auch vor Gericht. Und gegen all diese Männer auszusagen. Denken Sie nicht, dass Sie die Sache dadurch nur noch schlimmer machen? Was Sie jetzt vorhaben, ist mehr als ein Vergehen.
Es ist Hochverrat. Wenn diese Männer ins Gefängnis gehen oder besser hingerichtet werden, können sie sich nicht mehr an mir rächen. Wenigstens nicht so leicht wie in Freiheit. Ich bin bereit, gegen sie auszusagen, wenn sie mir unseren Schutz gewährleisten und meiner Frau, meiner Tochter und mir eine neue Identität garantieren. Wenn wir das alles schaffen, wird das der größte Prozess, den dieses Land jemals erlebt hat. Ein interessantes Angebot. Ich weiß nicht, ob es moralisch ist, jemandem wie Ihnen zu helfen, aber ich schätze, das Resultat ist es wert. Ich denke, wir helfen Ihnen. Bis zum Prozess ging alles glatt. Ich saß in meiner Zelle und schrieb die Beweise gegen die Leute nieder, mit denen ich gearbeitet hatte. Und mit denen ich 10 Jahre lang befreundet war. Der Prozess war riesig und versetzte das Land in einen Schock. Salieri und einige seiner Killer wanderten auf den Stuhl. Die kürzeste Strafe betrug 8 Jahre. Ich verbrachte die gesamte Zeit in einer Zelle an einem geheimen Ort ohne Besucher. In der ganzen Zeit sah ich weder Sarah noch meine kleine Tochter. Aber es hat sich gelohnt. Norman besorgte uns eine neue Identität und schickte uns an das andere Ende der Staaten. Ich arbeitete als Fahrer für ein angesehenes Unternehmen. Wir begannen ein völlig neues Leben. Oh ja. Dieser Frieden wurde nur durch den Krieg unterbrochen, aber wir schafften auch das. Wir wissen alle ganz genau, was jetzt passiert. Ich weiß es doch. Oh Mann. Mr. Angelo? Ja. Mr. Salieri schickt Ihnen Grüße. Wissen Sie, die Welt wird nicht von geschriebenen Gesetzen regiert, sondern von Menschen. Entweder mit Hilfe der Gesetze oder nicht. Es kommt auf jeden Einzelnen an, wie seine Welt ist, was er aus ihr macht. Und man braucht eine gehörige Portion Glück, damit einem niemand das Leben zur Hölle macht. Und es ist nicht so einfach, wie man in der Grundschule lernt. Aber es ist gut, hohe Ideale zu haben und daran festzuhalten. In der Ehe, beim Verbrechen, im Krieg, immer und überall. Ich hab's versaut. So wie Paulie und Sam. Wir wollten ein besseres Leben. Aber am Ende erging es uns schlechter als den meisten anderen. Wissen Sie, es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Ja, Maß, das ist das richtige Wort. Der Typ, der zu viel erreichen will, riskiert, absolut alles zu verlieren. Und derjenige natürlich, der zu wenig vom Leben will, kriegt vielleicht gar nichts. Ende. So, da sind wir auch schon. Und bevor ich mich jetzt komplett von Mafia verabschiede, das war nochmal wie immer ein kleines Fazit. Ich meine, Mafia sollte eigentlich jeder kennen. Die Story um Tommy, Paulie und Sam mit den Arbeiten für Salieri und ein bisschen auch gegen ihn teilweise ist einfach grandios. Natürlich ein bisschen schade, dass wir am Ende der Verräter sind. Aber einfach die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, ist einfach wirklich göttlich. Und es gibt wirklich nicht viele Spiele, vor allem zu dem Zeitpunkt, die das geschafft haben. Es gibt heutzutage gibt's viele Story-Games, die das auch sehr, sehr gut können. Ja. Aber das sind dann teilweise wirklich bloß Click-Adventures, wenn man das so sagen will. Ja gut, wie gesagt, grandioses Game. Am besten selber spielen, wer es noch nie selbst gespielt hat. Für alle, die es noch nicht wissen, das Game ist wieder verfügbar auf Steam und auch auf GOG.com. War es ja lange Zeit nicht.
Und damit verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Good luck, have fun, viel Spaß mit dem Trailer. I used to be a taxi driver. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. The Mafia runs the whole city. You can't be beaten up your chops. Independent of the police, state, of anyone. You run your mouth. The Salieri family makes over 25 million bucks every year. You tell everybody I'm busted. I've decided to give you a shot, Tommy. Mr. Morello ain't here today. Right. They pay me for protection. So we've got to get these punks and put them where they belong. Me and Tom will fix it. Those bastards think this is freaking Luna Park or something. You have a message from Mr. Salieri. What the hell's going on? Oh, no. A lot of our boys are bet the same as me. And they certainly wouldn't be happy if they lost their dough. Tommy. I can't let that happen. Half the neighborhood and all our boys bet on the Don boy. People give us their trust as well as their dough. You understand what's at stake? You know what, boss? What? That's the first time I knocked someone off in their underpants. It's nothing. First time for me, too. There's a first time for everything. The barriers close? And are you one of Salieri's tough guys? Only sometimes. Well, I think you're a very good bad man. Yesterday, Frank handed over all our account books. The prosecutor is having a field day. We've got to liquidate Frank. You trying to tell me I've got to knock Frank off? He broke the omerta. Honor's meaningless. This is business. Pray for my soul, Father. I'll need it. I will, my son. I certainly will.